der Erde. Alex Mofa ist zum einen Namensgeber unserer Band natürlich und zum anderen ein fiktiver Charakter, eine fiktive Person. Und vom Neonlicht ohnmächtig und wert so das Gefühl nicht los, die Zweifel sind berechtigt. Die inhaltlicher Leitfaden für alle Songs und eine Geschichte ist, die wir erzählen. Mittlerweile über 3 Alben. Die ganze Reise zum Mittelmaß der Erde, auch der Beginn unserer Bandgeschichte, ist ein Umzug von Alex vom Dorf in die große Stadt. Also am Anfang war Alex natürlich lost in der Stadt. Ganz viele Eindrücke prasseln auf ihn ein und lässt sich da auch erstmal treiben, also lässt sich auch verlieren da drin und findet sich dann darin wieder. Und du bist ich, was ich in dir sehe. Gelegenheiten kommen. Auf dem zweiten Album Perspektiven geht es hauptsächlich darum, dass Alex mittlerweile eine ganze Zeit lang schon verbracht hat in der Stadt. Insofern verändert sich sein Blickwinkel und damit auch der, den wir besingen. Also im Song SOS gerät Alex ganz schön ins Straucheln. Das Lied beschreibt eine Situation, die am Ende einer langen Nacht auf dem Kiez, hier 2 Straßen weiter, quasi ihr Ende findet und er nicht da ankommt, wo er eigentlich gerne ankommen würde, vor allem emotional. Natürlich sind wir Freunde und Arbeitskollegen. Wir können sehr gut und lange und durcheinander diskutieren. Wir streiten uns aber eigentlich nie über das Thema, worum es eigentlich geht, sondern über was komplett anderes dann. Und das wäre, glaube ich, ein ganz schlechtes Zeichen, wenn es nichts zu diskutieren gäbe. Niemand sagt jetzt Setlist. Bei gut, aber Nacht aus Gold. Ja jetzt nicht die Setliste aufschreiben, dann? Wie wir in dem Nein, Nacht aus Gold ist hier vorne, du. Ja, aber bei war ganz praktisch Stelle, gesehen, also das ist ja jetzt wirklich Quatsch. Keine du musst aber noch 10 mehr drauf. Gut, was war nach Eine Stunde auf Hurricane. Eine Stunde. Ach du Scheiße. Das halt ich nicht durch. Alles? Da können wir nicht so anfangen. Ihr kennt es alle schon ganz schön lange, ne? Ich vor allem. Und ganz schön gut. Los, komm rein. Und wir tanzen durch das ganze Haus. Bis in den nächsten Tag. Wir machen richtig laut und wir haben keine Nachbarn. Das größte Konzert, was wir bisher gespielt haben, das war in Buenos Aires in einem Fußballstadion. Es ist natürlich tierisch in Erinnerung geblieben. Das war noch dazu gar nicht geplant. Wir waren in Argentinien auf Tour mit La Vela Puerca, die haben uns eingeladen. Das war natürlich unfassbar. Und das war auf allen Ebenen total unglaublich. Und natürlich spielt die Größe damit rein, aber die ganzen Umstände drumherum waren Wahnsinn. Freudentränen würdig. Gracias, disfruten. Auf dem Hurricane Festival waren wir alle schon öfter. Das macht schon Spaß und das sind natürlich besondere Auftritte. Ich erinnere mich, letztes Mal, als wir da waren, lagen wir uns heulend in den Armen vor der Bühne von Boy und dann sind da alle erst zusammen hin und dann alle traurig wieder weg, weil es so schön war. Ja. Solche Momente sind natürlich auch nicht, kann man natürlich auch nicht bei jedem Festival haben. Im Verlauf des dritten Albums packt Alex seine Sachen und zieht weg. In Hinter den Fassaden geht es im weitesten Sinne darum, dass man
ständig Leuten begegnet. Mal hat man viel Kontakt, mal hat man wenig Kontakt, aber man trifft sich in der U-Bahn oder so. Situationen, die jeder kennt, und man kann irgendwie nie so richtig hinter die Fassade dieser Menschen gucken. Man sieht irgendwie, kriegt Hinweise darauf, was hinter denen steht, was für Geschichten und was in deren Leben so passiert. Aber so richtig schlau wird man manchmal nicht daraus oder man hat nicht die Gelegenheit, dahinter zu gucken. Und um dieses auch natürlich so ein bisschen so ein selber hinterfragen, so guckt man da gut genug hin und was gibt man selber preis von sich, das waren so die Gedanken, die, als wir hinter den Fassaden geschrieben haben, so in der Diskussion. Ich glaube, auf die nächste leere Seite von Alex würden wir ihm schreiben, dass wir ihm auf jeden Fall eine gute Reise wünschen, dass wir uns freuen, regelmäßig von ihm zu hören. Der ist ja jetzt erstmal unterwegs und ich glaube, der will ein paar neue Eindrücke der ganzen Welt gewinnen und dabei viel Spaß. Hallo, wir sind Montreal und wir freuen uns sehr, dass wir Teil des Beitrags sein dürfen über die Alex Mofa Gang. Wir als Hamburger sind da natürlich ganz besonders verbunden. Denn ein Teil von der Alex Mofa Gang ist auch ein Teil von unserem neuen Album. Diese Gitarre gehört Tommy. Oh, vielen Dank, Tommy. Und sie ist bei jedem Lied auf der neuen Platte zu hören. Ist auch wirklich so. Außerdem sind wir in dem Studio, wo die Alex Mofa Gang ihre letzten beiden Alben aufgenommen hat, beim Daily Hero Studio in Mühlenbeck in der Nähe von Berlin. Das ist ein super Album, deshalb wird uns das vielleicht auch ganz gut. Kommt am 16.8. Und das von der Alex Mofa Gang kommt am 21.06. Genau. So. Wird Bernd stark. Jungs, Liebe. Bis bald.